Hallo, mein Name ist Emmans und werfen wir mal einen Blick auf das exakt alte Boot-Starter-Kit. Das Kit kommt hier, wie zu sehen, im Hartschalenkoffer. Oben aufmachen. Und im Koffer haben wir die Gebrauchsanleitung zum einen. Das exakt alte Photometer natürlich. Die Reinigungsbürste für das Photometer. Und die Reagenzien, die man zum Testen des Poolwassers benötigt. Freies Chlor DPD1, gebundenes Chlor DPD3, Calciumhärte, pH, Alkalität und Cyanursäure. Zu bemerken ist, dass Cyanursäure als einziges Reagenz in Tropfenform ist. Die Dosen enthalten 25 Teststreifen und Cyanursäure sind 60 Tests in der Dose. So, weiter noch zu erwähnen ist, dass wenn man freies Chlor DPD1 und gebundenes Chlor DPD3 macht, die App automatisch Gesamtchlor berechnet DPD4. Werfen wir nun mal einen genauen Blick auf das exakt alte Photometer. Hier oben haben wir die eingebaute Testküvette aus kratzsicherem Kunststoff. Hier kommen dann die Reagenzstreifen rein und das Testwasser. Hier unten haben wir das LCD-Display, wo dann das Testergebnis und der Testparameter angezeigt werden. Und hier zwei Tasten zur Bedienung des Gerätes. Hier unten im Sockel haben wir eine Kappe. Diese setzt man bei der Nullung der Wasserprobe und bei der Abmessung der Wasserprobe hier auf die Küvette auf, damit kein Lichteinstrahlung die Messung verfälschen kann. Hier der Sockel. Unter der Kappe hier haben wir eine Schraube. Dann Kreuzschraubenzieher einfach die Schraube lösen und dann gelangen wir zum Batterienfach. So. Schraube raus und dann kann man den Sockel einfach abnehmen. Ins Photometer kommen dann vier AAA-Batterien. Diese einfach einsetzen. Und den Sockel wieder aufsetzen. Wichtig zu beachten ist, dass wenn man den Sockel wieder aufsetzt und die Schraube wieder festzieht, dass man die Schraube nicht überzieht, damit man die Dichtung nicht beschädigt. Einfach festschrauben und wenn es schon schwerer geht, dann einfach sein lassen. Und zu beachten ist auch, dass das Gerät wasserdicht ist. Wenn es mal ins Wasser fällt, ist das kein Problem. Um mit dem exakt IDIP Photometer zu arbeiten, benötigt man die exakt IDIP App auf einem Smart Gerät, entweder auf einem Tablet oder Smartphone. Und um die App herunterzuladen, besucht man einfach den App Store. In der Suchzeile oben gibt man exakt IDIP ein oder einfach IDIP. Klickt auf Suchen. Es werden Suchergebnisse angezeigt. Aber wenn man auf einem Tablet arbeitet, muss man oben links iPhone Only ein auswählen, damit alle Resultate angezeigt werden. Und als erstes Resultat wird die exakt IDIP App angezeigt. Auf Herunterladen klicken. Und die App wird aufs Gerät heruntergeladen. Nachdem die exakt alte App installiert ist, können wir diese aufrufen. Jedoch bevor wir das machen, vergewissern wir uns, dass Bluetooth eingeschaltet ist, da ohne Bluetooth-Verbindung das Gerät und entsprechend die App sich nicht mit dem Photometer verbinden lässt. Öffnen wir die App. Beim ersten Mal, wenn wir die App öffnen, müssen wir die Endbenutzervereinbarung bestätigen. Machen wir das erstmal hier. Nachdem wir bestätigt haben, kommt eine kleine Einleitung, die wir durchschauen können und entsprechend hier oben schließen. Nun können wir die Endbenutzervereinbarung bestätigen und auch durchlesen. Und dies ist der Homescreen der App, der immer angezeigt werden wird, wenn Sie die App aufrufen. Und des Weiteren
Wenn die Gerätesprache, die Sie benutzen, auf Deutsch ist, ist die App auch entsprechend auf Deutsch. Auf dem Homescreen der App haben wir viele verschiedene Menüauswahlen und bei den ersten Schritten in der App empfehlen wir Folgendes, dass Sie zu den Einstellungen gehen. Wenn Sie die Einstellungen ausfüllen, kommt eine Bestätigungsanfrage des Geräts, dass verschiedene Funktionalitäten erlaubt werden. Hier bitte bestätigen und in den Einstellungen den Timeout erhöhen. Standardmäßig liegt dieser bei 3 Minuten, jedoch ist empfehlenswert, dass dieser vergrößert wird, da die Timeout-Funktion die Zeit steuert, nach wie lange Inaktivität sich das Photometer ausschaltet. Wenn man mehrere Tests macht und dazwischen ein paar Minuten liegen können, ist ein höherer Timeout empfehlenswert. Gehen wir zurück zum Homescreen. Bevor man das Testen anfängt, ist zu empfehlen, dass man einen Kunden anlegt, wo entsprechend alle Resultate gespeichert werden. Man kann entweder aus den Kontaktinformationen aus dem Gerät einen Kunden anlegen oder einen neuen einfach speichern und erstellen. In diesem Fall erstellen wir einen Testkunden. Dieser wurde jetzt hier erstellt. Gehen wir wieder zurück zum Homebildschirm. Als nächstes empfehlen wir, den Store zu besuchen, wo verschiedene Algorithmen verfügbar sind und man diese freischalten kann zum Testen. Die App kommt vorinstalliert mit 4 Algorithmen. Diese sind freies Chlor DPD1, gebundenes Chlor DPD3, Alkalinität und pH. Wenn man jedoch weitere Tests durchführen möchte, zum Beispiel Eisen, muss man sich diesen Algorithmus für eine einmalige Gebühr in der App im Store freischalten. Dann einfach den gewünschten Test finden in der Liste und diesen dann entsprechend freischalten über die Kaufen-Taste. Dies ist dann eine einmalige Gebühr und man kann unbegrenzte Male diesen Test durchführen. Wichtig hier ist zu erwähnen, dass auch Algorithmen für das IDEP 570 hier aufgelistet sind. Dies ist ein anderes Gerät und bitte beachten und nicht diese Algorithmen für sich freischalten, wenn Sie das IDEP benutzen und nicht das IDEP 570, wie hier zu sehen. Damit diese Algorithmen auf einem Zweit- oder Drittgerät verfügbar sind, einfach in dem Gerät das Konto benutzen, die Apple-ID, wo ein Algorithmus freigeschaltet ist, die App installieren, in den Store gehen und den Algorithmus suchen und auswählen, der schon freigeschaltet ist und nochmal auf Kaufen drücken. Der Algorithmus wird entsprechend freigeschaltet, aber es wird keine Abbuchung gemacht. Wenn Sie ein Pool-Kit benutzen, empfehlen wir, dass Sie in der App im Store sich das Pool-Bundle freischalten. Somit haben Sie die ganzen Testparameter verfügbar, die Sie zum Testen Ihres Poolwassers benötigen. Wenn Sie draufklicken, dann sehen Sie die Parameter, die freigeschaltet werden im Bundle. Und über Kaufen schalten Sie diese frei. Nachdem wir nun die Algorithmen auf der App freigeschaltet haben, können wir nun zum Testen fortfahren. Um mit dem Testen nun endlich anzufangen, müssen wir erstmal in der App einen Kunden auswählen. Dazu gehen wir in der App auf Kunden und hier haben wir die verfügbaren Kunden in der App. In diesem Fall haben wir hier den Kundentest, den wir vorher erstellt haben. Wählen wir diesen einfach aus, indem wir diesen anklicken. Der Kunde ist nun ausgewählt.
Und nun können wir zu den Testen vorfahren. Dazu öffnen wir das Seitenmenü und gehen auf Bluetooth testen. Man muss den Kunden auswählen, deswegen, da jedes Resultat einem Kunden hinzugefügt wird, dass dieses effektiv sortiert werden können und die Features derart verwendet werden können. Nun sind wir in der Testumgebung, in dem Testbildschirm, und nun müssen wir das IDEP-Gerät verbinden. Um dies zu machen, schalten wir das Gerät ein, indem wir die Zero-Taste, Zero On, betätigen. Das Gerät schaltet sich ein und erscheint in der Liste der verfügbaren Geräte in der App. Hier einfach antippen und via Bluetooth wird verbunden. Zeit und Datum werden zwischen den Geräten synchronisiert und auf dem Gerät in der oberen rechten Ecke erscheint das Bluetooth-Symbol, das dann auch signalisiert, dass erfolgreich verbunden worden ist. Nun können wir mit dem Testen anfangen. Dazu gehen wir auf die Testauswahl oben in der App und haben hier dann die verfügbaren Tests, und wir werden jetzt freies und gebundenes Chlor machen und auch Gesamtchlor, was automatisch in der App berechnet wird. Wählen wir den entsprechenden Test aus der Liste aus. Auf dem Gerät wird nur CL für Chlor angezeigt und dieselbe Markierung haben wir dann auch auf dem Fläschchen im Testkoffer. Als erstes kurz das Gerät reinigen, einfach auffüllen, ausspülen und auch mit der Bürste ausbürsten. Dann dreimal ausspülen, damit die Küvette sauber ist und Resultate nicht verfälscht werden. Anschließend bis zum Rand auffüllen und die Kappe vom Sockel lösen, aufsetzen und die Nullmessung mit der Zero-Taste machen. Die Nullmessung wurde gemacht, es wird 0 auf dem Display angezeigt und nun können wir den Reagenzstreifen entnehmen. Betätigen die Lesen-Taste auf dem Gerät und es wird ein 20 Sekunden Countdown angezeigt auf dem Display. Und während das Gerät jetzt runterzählt, muss man den Reagenzstreifen einfach hin und her in der Wasserprobe bewegen. Dies ist dann auch dient dazu, dass sich das Reagenz in der richtigen Menge löst. Wenn 0 angezeigt wird, einfach rausnehmen und die Kappe wieder aufsetzen. Das Gerät sagt jetzt, dass der zweite Schritt gemacht werden muss vom Testen, was jetzt gebundenes Chlor ist, weil dies dann ein Zwei-Schritte-Test ist. Bestätigen. Wir benutzen dieselbe Wasserprobe wie gerade bei freies Chlor. Lassen die Kappe auf und betätigen wieder die Zero-Taste für die Nullmessung und nehmen DPD3, gebundenes Chlor, den entsprechenden Reagenzstreifen. Nehmen die Kappe ab, drücken auf Read und wieder haben wir einen 20 Sekunden Countdown und währenddessen bewegen wir wieder während der 20 Sekunden einfach den Reagenzstreifen hin und her. Wenn der Timer ab ist, nehmen wir den Reagenzstreifen raus und setzen wieder die Kappe auf. Es wird gefragt, ob wir weiter testen möchten. Hier sagen wir vorerst nein. Wir haben die Resultate für freies Chlor und gebundenes Chlor im Zwischenspeicher. Wir würden jetzt noch weiter pH kurz testen. Jetzt entleeren wir die Wasserprobe aus der Küvette, spülen kurz aus und reinigen auch mit der Bürste. Und wieder dann dreimal spülen, direkt mit dem Testwasser. Bis zum Rand auffüllen.
und diesmal testen wir pH. Dazu auf die Testauswahl gehen, pH auswählen. Auf dem Display wird jetzt auch pH angezeigt auf dem iDep und entsprechend auch die Markierung auf dem Fläschchen. Nehmen einen Teststreifen, setzen die Kappe wieder auf für die Nullmessung, für den Nullwert, drücken auf Zero. Der Nullwert wird berechnet, es wird 0 angezeigt. Nun können wir auf Lesen drücken und wieder haben wir einen 20 Sekunden Countdown. Wieder leicht hin und her bewegen, damit sich das Reagenz richtig ablösen kann. Wenn der Countdown wieder abgezählt ist, Reagenzstreifen rausnehmen, Kappe aufsetzen, dass kein Licht einstrahlt und wir haben das Resultat für pH auch. Inzwischen haben wir die restlichen Parameter getestet, die im Koffer verfügbar sind. Und was wir als weitere zusätzliche Maßnahmen machen können, ist, dass wir manuell weitere Parameter eingeben, die wir mit dem Pool-Kit nicht machen können. Zum Beispiel diese könnten Temperatur oder die Summe der gelösten Salze sein, um zum Beispiel damit die App automatisch den Langelier-Index berechnen kann, um mehr Aufschluss über das Poolwasser zu geben. Dies machen wir, indem wir das Seitenmenü öffnen und die manuelle Testeingabe auswählen. Es öffnet sich ein Fenster mit vielen verschiedenen Parametern, die wir manuell eingeben können. Und ganz unten haben wir Temperatur. Hier geben wir 21 ein, was wir im Testwasser gemessen haben. Und entsprechend auch die Summe der gelösten Salze, wo wir 1021 gemessen haben. Anschließend können wir auf die FG-Bitnisse gehen. Es wird automatisch Gesamtchlor berechnet aus freiem Chlor und gewonnenem Chlor, was wir als erstes getestet hatten. Und der Langelier-Index wird auch berechnet, da wir auch Temperatur und die Summe der gelösten Salze eingegeben haben und aus den restlichen Parametern aus dem Pool-Test-Kit wird dieser Wert dann berechnet. Was wir als nächstes machen, ist, wir speichern die gesamte Testserie ab in den Verlauf. Um dies zu machen, müssen wir erstmal noch einen Standort angeben, wo die Tests zum Beispiel beim Kunden gemacht worden sind. Testzeit haben wir hier schon mal eingegeben, wählen wir aus und als letzten Schritt drücken wir Speichern und die Resultate werden permanent in den Verlauf unserer App gespeichert mit Zeit und Datum und GPS-Standort. Nun würde ich Ihnen gerne mehr über die verschiedenen Möglichkeiten in der App erzählen und diese Features dann auch direkt mal zeigen. Eine sehr starke Möglichkeit, die die ExactIDep App bietet, ist der Verlauf, wo dann natürlich auch alle Resultate gespeichert werden. Wie wir hier sehen, haben wir verschiedene Resultate zur Verfügung, die wir jetzt heute und vorher gemacht haben. Und es kommt natürlich oft vor, wenn man zum Beispiel ein Resultat gerne teilen möchte oder einem Kunden schicken möchte, dann kann man dies hier sehr gut machen, indem man auf Wählen geht und zum Beispiel konkrete Resultate auswählt oder direkt alle und zum Beispiel die E-Mail-Option benutzt. Und mit der Option wird dann automatisch eine E-Mail generiert, wo alle wichtigen Informationen der Tests aufgeführt sind, die Resultate, Testparameter, GPS-Standort und vieles weiteres. Und unten in der E-Mail, die generiert wird, haben wir dann auch eine CSV-Datei, die man sich zum Beispiel auf dem Rechner hochladen kann, indem man sich die E-Mail schickt und diese dann zum Beispiel zur Weiterverwertung benutzt in zum Beispiel Excel. Eine weitere starke Funktion, die der Verlauf bietet, ist die Kartenfunktion hier oben rechts. Und hier kann man dann direkt sehen, in einer Kartenansicht, wo verschiedene Tests gemacht worden sind. Und hier haben wir zum Beispiel 38 verschiedene Tests in diesem Standpunkt. Hätten wir weitere Tests im Verlauf,
wären diese dann in der Karte in verschiedenen Punkten zu sehen. Eine weitere Sache, die sehr wichtig beim Testen sein könnte, ist zum Beispiel das Profil, wo man die vorgezogenen Maßeinheiten für verschiedene Tests festlegen kann. Indem man hier auf die Maßeinheiten geht, hat man eine komplette Liste mit den verfügbaren Testparametern und hier kann man dann zum Beispiel festlegen, welche Maßeinheit für welchen Parameter benutzt werden muss. Und beim Testen wird diese Maßeinheit dann natürlich auch benutzt und erleichtert das Testen. Hier kann man zum Beispiel Alkalinität auswählen und standardmäßig haben wir hier ppm als Calciumcarbonat, können dann aber zum Beispiel DKH auswählen. Bestätigen und das ist dann die vorgezogene Maßeinheit für Alkalität nun. Oder dasselbe zum Beispiel für Härte. Kann man von ppm auf deutsche Gradhärte wechseln. Auch bestätigen. Vielen Dank fürs Anschauen und gerne können Sie auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, wo Sie viele Anleitungen und andere weitere interessante Videos finden können. Und in der Beschreibung dieses Videos können Sie dann auch mehr Informationen zu diesem konkreten Video finden.